Hallo und zurück zu einem neuen Vlog von den Malediven. Das ist jetzt gerade hier meine Aussicht. Und ich kann es echt einfach nicht glauben und bin einfach so dankbar, dass wir hier sind. Vor meiner OP die ganze Zeit war so dieser Gedanke daran, so das, was mir auch die ganze Zeit so eine positive Energie gegeben hat. Einfach, weil ich mich so darauf freuen konnte und wusste, wenn ich das alles hinter mich gebracht habe, dass ich dann sowas Schönes danach erleben kann. Und es tut einfach so gut, hier zu sein. Also wir sind schon vor ein paar Tagen angereist und ich dachte mir, heute schnappe ich mir mal die Kamera und nehme euch ein bisschen mit. Wir haben hier immer so kleine Freunde, die uns Gesellschaft leisten. Tommy sieht uns gerade weg und macht einen Tauchkurs. Ich hatte ihm ja letztes Jahr zum Geburtstag einen Tauchkurs geschenkt und das hat er jetzt hier im Grunde eingelöst und hatte gestern schon seine ersten Stunden und dann heute nochmal und er fand es auf jeden Fall bisher schon richtig cool. Ich bin gespannt, was er später noch zu berichten hat. Und das heißt, ich habe jetzt auch so ein bisschen Zeit für mich und schnappe mir mein Buch. Das ist das Buch, was ich jetzt gerade lese. Ich habe jetzt nur noch so knapp 50 Seiten. Und Leute, es ist so gut. Oh mein Gott, ich fühle dieses Buch richtig und ich bin jetzt richtig gespannt, was noch auf den letzten 50 Seiten passieren wird. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl habe, es wird irgendwas Schlimmes passieren, aber wir werden sehen. Leute, ich bin durch. Ich weiß nicht, wie ich bis Juli warten soll auf den nächsten Teil. Wir wissen, wie es weitergeht. Loco's back. Thomas. Thomas, hast du jetzt deinen Tauchkurs erfolgreich absolviert? Ja, ich bin jetzt offiziell zertifizierter, man nennt es brevitierter oder sowas, Taucher. Ich darf 18 Meter tief in alles Mögliche reintauchen. Wie war's? Boah, es war so cool. Wir haben wieder verschiedene Haie gesehen. Aber auch Feuerfische, die sind krass giftig. Gestern habe ich einen Steinfisch gesehen, so verschiedene Rochen haben wir gesehen, Adlerrochen, Stachelrochen, Spitz, irgendwas, Schwarzspitz, Riffhai und dann mit weißen Spitzen auch Haie, Ammenhai. Wir haben heute einen schlafenden Ammenhai gesehen. Wir sind so getaucht und dann war da so eine in dem Riff so eine Lücke, ungefähr hier so eine Lücke. Und dann lag da so ein 2 Meter Ammenhai drin. Das war, der lag da so und hat geschlafen einfach. Ich habe den dann gefragt, schläft der? Also unter Wasser, ich so, Und dann meinte der so, und der hat dann geschlafen. Und wir waren so 2 Meter von ihm entfernt. Das war ein krasses Gefühl. Und dann sind wir so ein bisschen weiter, waren dann so ein paar Meter weg. Und dann ist er aufgewacht und losgeschwommen. Das sah schon krass aus. Boah. Ja, das war dann sehr beeindruckend. Ja, aber wir haben auch Thunfisch gesehen. Echt? Ja. Funny. Ich dachte, der lebt in einer Dose. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Mittagessen. Boah. Und ich freue mich. Es gibt immer richtig geiles Essen. Es gibt immer so viele verschiedene geile Sachen. Und dann ist bei uns immer so mittags nicht so viel Hunger eigentlich. Aber dann sind so viele Sachen auf einmal lecker. Und dann denken wir uns, einfach mal probieren und auf einmal steht der ganze Tisch voll und wir denken uns, so viel Hunger hatten wir gar nicht. Okay, heute haben wir hier einen Süßkartoffel-Kichererbsen-Curry mit Quinoa. Dann haben wir hier Pasta in einer Rote-Bete-Cremesoße, Salat, Kartoffelpuffer, dann Tandoori-Blumenkohl und nochmal Salat. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir haben uns jetzt in Sportklamotten geschmissen. Wir machen uns jetzt nämlich noch auf dem Weg zu Sportkursen. Also ich geht zu einem Pilateskurs und Tommy macht so bei einem Beachvolleyball-Camp. Ja, Beachvolleyball-Camp steht da. So ein Spiel, so ein Match ist da jetzt, wo dann Leute zusammenspielen. Also ich könnte, also für mich ist Volleyball eine der schlimmsten Sportarten ever, aber ich bin wahrscheinlich auch traumatisiert durch Schulsport. Boah, ich finde Volleyball so für mich, besonders. Das war immer so schlimm, immer. Ich weiß auch gar nicht warum, Volleyball so ein Sportart ist, die immer im Sportunterricht gemacht worden ist. So, man hätte so viele andere coole Sachen noch ausprobieren können, aber Volleyball war einfach so Standard. Ja, aber im besten Fall macht man ja ganz, also so viel wie möglich. Ja, hat man aber nicht, das hat man nicht gemacht. Standard war Basketball, Fußball, Volleyball. Ja, aber Volleyball war irgendwie immer am meisten. Das war für mich so richtig meine Hasssportart. Ich konnte das gar nicht. Bei mir war das umgekehrt. Bei mir, wir hatten irgendwann so einen progressiven Sportlehrer, der frisch von der Uni kam und der dann halt das so gemacht hat, wie man es machen soll. Und hatten wir auf einmal auch so
so ganz spät in der Oberstufe nochmal so Ton und sowas und Tanzen. Und ja, wir hatten in der Oberstufe hatten wir auch einmal so für ein paar Stunden Tanzen. Ja, und das war in meiner toxischen Maskulinität, habe ich mich da zu cool gefühlt zum Tanzen damals, das weiß ich noch. So, was heißt zu cool? Ich habe mich geschämt. Ich fand das, ich habe mich nicht getraut. Also ich musste mich ja logischerweise irgendwann trauen. Auf jeden Fall haben die hier im Hotel so richtig viele Kurse, was richtig cool ist, weil wir hatten uns für diesen Urlaub auch vorgenommen, so richtig viel Bewegung einzubinden und es macht richtig viel Spaß, vor allem für mich jetzt, nachdem ich wegen der OP auch so lange pausiert habe, das tut etwas richtig gut, sich wieder so mehr zu bewegen. Wir waren auch schon beim Yoga die letzten Tage und das ist richtig cool. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den Pilates-Kurs. Oh Leute, das hat mich gekillt. Pilates. Aber ich liebe Pilates. Es ist einfach so richtig anstrengend, aber ohne, dass es irgendwie so stressig ist oder man das Gefühl hat, man kriegt das nicht hin. Man merkt einfach, wie effizient das ist und das macht einfach richtig viel Spaß. Jetzt geht's zurück zur Wasservilla. Okay, wir haben uns jetzt fürs Dinner fertig gemacht und das ist mein heutiger Look. Ich stehe in meiner Handtaschen einfach immer besser als mir, deswegen darf er die tragen. Yes! Yes! Woo! Heute ist übrigens so ein Galaabend und der Dresscode ist einfach schwarz-weiß selber. Habe ich gut getroffen. So, ich habe jetzt hier einmal zweierlei Blumenkohl. Ich glaube, das ist so ein Blumenkohl-Püree mit Blumenkohl oben. Und dazwischen ist schwarzer Reis. Eine Kartoffelsuppe. Und so Datteln und Feigen gefüllt mit Ziegenkäse. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben uns jetzt Dessert geholt. Wir haben hier einmal so eine flambierte Eisbombe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir eine Pistazien-Beerentorte und ein Himbeerparfait. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ja. Happy Birthday. Heute hat jemand Geburtstag. Und zwar dieses Huhn. Spaß. Thomas hat heute Geburtstag. Wie alt bist du geworden, Thomas? Boah, ich bin 32. Ist jetzt 32. So ein Alter, wo ich immer gedacht habe, das sind so, boah, sind das so Männer. Das sind so richtige Männer, die ihr Leben so im Griff haben. Die so richtig so ein Haus bauen können. So ja, Männer. Mit ihren Händen. Ja, ich kann ein Bild aufhängen. Wir machen es jetzt auf jeden Fall auf den Weg und starten seinen Geburtstag mit einer Meditation. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sind jetzt beide nicht so die Person, die viel meditieren, aber vielleicht wird uns das so ein bisschen helfen, da reinzukommen. Sieht jetzt unser Frühstück aus. Das lassen wir uns schmecken. Okay, Tom hat sich jetzt draußen hingelegt und ich bereite jetzt hier ein bisschen was für seinen Geburtstag vor. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich das machen soll. Ich glaube, ich mache es einfach hier beim Bett. Ich konnte jetzt durch die Reise nicht so viel mitnehmen. Aber ich habe Luftballons. Okay, ich habe die Luftballons jetzt da so aufgehangen. Dann hatte ich noch diese Kerzen mitgenommen. Das waren die einzigen Sachen beim Frühstück, die so ein bisschen wie so Törtchen ausgesehen haben. Habe ich aber gemerkt, dass hier keine Teller auf dem Zimmer sind. Das ist so nervig, wenn man so improvisieren muss. Warte mal. Vielleicht nehme ich einfach das hier. Vor allem, die sitzen nicht mal, die haben nicht mal einen richtigen Boden. Die sitzen, können einfach nicht so stehen. Zumindest irgendwas, wo ich die Kerzen reinstecken kann. Nee, das hält nicht. Das sieht so mickrig aus. Geschenke war dieses Jahr wirklich ein Problem, weil Tommy sich einfach nichts gewünscht hat. Und ich habe ihn so oft gefragt, er meinte, er will
nichts Materielles und er würde sich mehr über so Sachen freuen, die wir unternehmen können zusammen. Ich bin aber nicht so ein Fan davon, einfach irgendwas Materielles zu schenken, einfach nur um was geschenkt zu haben, weil am Ende liegt es dann eh nur rum, wenn er das eigentlich gar nicht braucht. Deswegen habe ich nur eine Sache geholt, von der ich glaube, dass sie ihm gefallen könnte. Und zwar sind das Birkenstocks. Wir wissen ja, dass Thomas ein Fan von Birkenstocks ist. Und ich habe jetzt noch so ein geschlossenes Paar, was er noch gar nicht hat. Die finde ich persönlich ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie er sie finden wird. Eine Karte. Dann habe ich einmal so Tickets für diese Harry Potter Ausstellung in Köln. Dieses Erlebnis. Ich weiß gar nicht genau, was da passiert, aber ich dachte mir, das könnte ganz cool sein. Und das Hauptgeschenk werden Flüge zu einer Reise sein, die wir dieses Jahr zusammen machen wollten. Und ich denke, darüber wird er sich sehr freuen. Manu, wie das aussieht. Ich denke, er wird sich trotzdem freuen. Oh, das sieht so schrecklich aus. Schatz 32. Ich bin ein alter Mann. Nein. Schatz. Oh, 32. Kennen die dich schon? Nee. Du hast richtig viel geschrieben. Ich bin langsam. Ich bin hier. Ich bin schon durch. Ich bin bei der Hälfte erst. Jetzt. Wow. Ist das in Köln? Ja. Wow. Ist das eine Karte? Nein. Das ist so alles. Ich dachte, ich kenne. Ah. Das ist schon ein festes Datum. Das ist schon ein Datum. Okay, jetzt das. Was? Aber dazu muss Und ich am sagen, Ende das? Ja. Das dazu ist wunderbar. Muss ich sagen, wenn es dir gefällt, kannst du es noch umtauschen. Das ist schwer. Soll ich es ertasten? Soll ich raten? Nee, ich glaube, du kannst es dann erraten. Kannst du dann erraten? Ja. Schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich die haben will. Hä? Bis ich sie jetzt endlich hatte. Boah, du hast sogar meine Größe. Ich wollte schon immer solche haben, aber ich habe die nie gefunden. Und dann war ich aber auch zu geizig, to be honest. Du weißt, wie ja, jetzt teuer die sind, ne? Die sind insane teuer. Hä, hey, aber wir haben nochmal mit Felix darüber gesprochen, weißt du nicht mehr? Ja, ich habe aber ganz vergessen, dass ich die haben will. Ja, da habe ich ja noch gemeint, dass ich die geschlossenen eigentlich am coolsten finde. Ja, ich bin letztens irgendwann noch, als ich wieder alleine shoppen war, in so einen Birkenstockladen reingegangen und habe gesagt, ich brauche Hausschuhe. Das war vor 2 Monaten oder so. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann dachte ich mir so... Aber ich finde, die kann man auch gut draußen tragen, so eine langen Leinenhose und so sieht das schon cool aus. Ja. Yeah. Findest du die auch gut in dem, mit der Farbe und so? Ja, ich finde auch. Boah, früher als Kind, wenn man Schuhe gekauft hat und man dann immer meine Mutter gesagt hat, dass man mal ein bisschen rumlaufen soll und zu schauen, rumrennen soll und zu schauen, ob die Schuhe gut sind. Ja, das haben plötzlich Rennen. Plötzlich. Ja, das ist noch nicht die Gesammlung. Boah, ich bin so glücklich. Das ist mein viertes Paar jetzt. Das ist richtiger Thomas. Okay, und das letzte. Nein! Nein! Hast du schon gebucht? Nein, das habe ich selber gepostet. Was? Was hier für... Oh, Schatz, das ist zu teuer. Ich wollte das eigentlich, sollte das blau sein. Und dann war einfach am letzten Tag unsere Druckerpatrone leer. Und ich so, nein. Ja, ich war auch so sauer. Ich habe das letztes auch gemerkt. Wir müssen neue Druckerpatronen holen. War gerade so ein Eck, wir hatten so eine Streichholzbox, wo aber nur noch so 3-4 Streichhölzer drin waren. Das erste Streichholz ist ausgegangen, bevor ich die Kerze überhaupt anzünden konnte. Das zweite ist dann ausgegangen, als ich die zweite Kerze anzünden wollte. Und dann war ich so dumm, statt dass ich das Streichholz an die Flamme gehalten habe, habe ich noch mal das dritte Streichholz genommen. Dann sind vom Wind beide Kerzen ausgegangen. Und dann wollten wir so ein funny Reel machen. Dann ist das Reel nichts geworden. Und dann haben wir auch unser viertes Streichholz verbraucht. Und dann bin ich jetzt gerade noch schnell zur
Bar gelaufen und habe eine neue Box geholt mit ganz vielen Streichhölzern. Und jetzt konnte Tommy auch seine Geburtstagskerzen auspusten. Ja. Mittagessen. Wir haben hier Tofu, Blumenkohl, Korma, Pizza, Salate und Tommy hat Sushi. Was? Wir sind jetzt auf dem Weg zum Dinner. Ah, das sind anscheinend da die Tische, wenn man am Strand Abend hat. Lass uns mal dahin. Wohin? Zu den Tischen. Bist du heimlich? Okay, wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich glaube Reis mit irgendwie so einem Linsencurry drauf. Wir teilen uns immer übrigens alles. Dann haben wir hier eine libanesische Mezza, also so verschiedene Dips. Eine italienische Knoblauchsuppe. Und da haben wir noch Samosas, vegetarische, so ein Gemüsekuchen und ein Kartoffel-Aubergine-Gratin. Was? Oh mein Herz, ich sterbe. Das bist du. Da sind wir. Ja, obwohl ich nicht tauche. Ja, du bist an der Oberfläche, das bist du am Strand. Oh, ich mach's kaputt. Manu, die haben das gerade alles zurechtgeschnitten. Guck mal, mit Luftballons noch. Mein, oh Manu. Was ist das? Das ist ein Kuchen. Ach so. Hallo, ein kleiner Sprung im Vlog. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht gevloggt. Mir ging es auch nicht ganz so gut. Ich habe mich leider hier so ein bisschen erkältet. Ich glaube, es liegt vor allem an der Klimaanlage und vielleicht war auch so ein bisschen die Bewegung dann zu viel und mein Körper dann geschwächt. Auf jeden Fall, ja, ist das ein bisschen nervig gewesen die letzten Tage. Ich habe auch zwischendurch dann eben so Zahnschmerzen. Das ist Gott sei Dank alles aushaltbar, sodass ich das trotzdem hier so gut es geht genießen kann. Aber ja, auf jeden Fall haben wir heute einen kleinen Villenwechsel gehabt. Und zwar haben wir jetzt noch die letzten zwei Tage, sind es jetzt, glaube ich, eine Strandvilla. Und ich zeige es euch mal. So sieht das Zimmer von hier aus. Und was ich auch richtig schön finde, ist das Badezimmer wieder. Diese offene Konstruktion, vor allem jetzt auch so mit diesem ganzen Grün hier. Und das Highlight natürlich immer die Aussicht nach draußen. Und das sieht schon echt sehr traumhaft aus. Ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich eher eine Wasservilla oder eine Beachvilla empfehlen würde. Und ich finde es ehrlich gesagt wirklich extrem schwer. Es kommt darauf an, was für ein Typ man ist. Ich finde, Wasservillen haben noch mal ein bisschen mehr dieses Malediven-Feeling. Und hinzu kommt, dass man da meist noch mal mehr Privatsphäre hat, weil am Strand eher noch mal Leute so vorbeilaufen an der Villa und vielleicht so ein bisschen reinschauen können, als jetzt zum Beispiel bei einer Wasservilla. Klar, da schnorcheln dann vielleicht Leute oder schwimmen da irgendwie so vorbei, aber es ist irgendwie noch mal so ein bisschen, ja, geschlossener für sich. Auf unseren Flitterwochen hatte ich auch bei der Strandvilla das Problem, dass es da mit den Mücken richtig schlimm war. Aber da waren wir ja auch zur Regenzeit da und da war es generell richtig schlimm mit den Mücken. Hier haben wir bisher noch gar nichts davon gemerkt. Deswegen weiß ich nicht, wie es da so ist. Aber wenn ihr so zur deutschen Sommerzeit verreist, dann kann es gut sein, dass es dann bei den Strandvillen mit Mücken wirklich schwierig ist, weil die ja so bei dem ganzen Grün dann sind. Und bei den Wasservilla, bei der Wasservilla hatten wir das dann zum Beispiel gar nicht. Ich habe eben geduscht und habe jetzt ein bisschen was von dieser Curling-Creme von Kantuchte, die hier abgefüllt, reingemacht. Ich habe das letztens eher so ins Handtuch trockene Haar gemacht. Dann haben mir einige geschrieben, dass es besser ist, das direkt in so richtig tropfendes, nasses Haar reinzumachen, damit die dann auch nicht frizzy werden, weil die das dann besser umschließen kann. Und das hat auf jeden Fall schon sehr geholfen. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, weil ich glaube, für meine Haare ist sie ein bisschen zu schwer. Und ich mag auch persönlich nicht so diesen Look, wenn es noch so aussieht, als wären die Haare nass. Also wenn die so richtig, nicht. Aber zumindest hilft es ganz gut gegen den Frizz und definiert die Locken so ein bisschen, beziehungsweise vielleicht auch eher Wellen. Ich habe letztens Locken dazu gesagt, dann habe ich direkt Nachrichten bekommen, dass das ja Wellen sind. Ich finde das so witzig, immer diese Lockenpolizei. Letztendlich ist es mir egal, wie man es bezeichnet. Ich weiß auf jeden Fall, dass die bei mir gerade nicht so sprunghaft sind, einfach dadurch, dass ich sie ewig nicht mehr so trage, aber ja.
Bewegung ist auf jeden Fall da. Okay, Outfit. Heute gibt es wieder einen Mottoabend und zwar All White. Und diesmal werde ich nicht den Fehler machen und was komplett anderes anziehen. Ich weiß, es ist nicht so ernst. Ich war auch nicht die Einzige, die dem Abend einen Abend was Buntes anhatte, aber wirklich mit einer der Einzigen. Das war echt komisch. Wow, Tommy hat schon sein All White Arzt-Outfit an. Moin! Ich wollte krass hier abdancen. Das ist übrigens jetzt nicht mein Outfit, diese Robe, coming soon to Fiala. Das ist unsere Linea-Robe, nur in kurz und in Satin und ich liebe sie. Ich finde die richtig cute, so in kurz. Mein Outfit wird das hier. Es ist zwar nicht so richtig weiß, aber so ein Creme und ich denke, das sollte okay sein. Ich bin jetzt nur mal gespannt, also ich habe jetzt so ein Bikini-Unterteil noch drunter, wie das dann aussieht, weil das ist ja schon so ein bisschen durchsichtig, tiefer Rücken. Ich zieh's mal an. Okay, es ist nicht so wie in meiner Vorstellung. Also mit dem schwarzen Slip sah es nicht gut aus. Ich habe jetzt hier einen weißen Slip drunter gezogen. Und das Ding ist, ich muss auch einen BH drunter ziehen, weil es ist doch zu durchsichtig. Ich habe gehofft, dass das geht, aber es sieht halt von hinten einfach gar nicht schön aus mit dem BH. Vielleicht ziehe ich das einfach nur morgen so als Cover-up über mein Bikini an. Okay, das ist jetzt der Look. Ich habe jetzt ein weißes Tube-Top und diesen weißen Maxi-Rock angezogen. Ich denke, das passt. Und so sehen jetzt gerade meine Haare aus. Sie sind aber auch immer noch nicht ganz trocken. Also ich lasse die einfach Luft trocknen. Ich habe heute aber auch nicht ganz so viel von der Creme reingemacht. Und ich glaube, so mag ich dann auch lieber, wenn die dann nicht so zu krass nass aussehen. Cute! So, heutiges Dinner. Wir haben hier einmal Süßkartoffeln mit rote Beete. Da habe ich so einen Blätterteig mit Spinat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Dann haben wir Caprese, aber mit Avocado und Tofu. Hier haben wir Udon-Nudeln. Die haben die noch extra für uns ohne Chicken gemacht. Richtig süß. Und dann haben wir eine Pilz-Rahm-Suppe. Die ist Tommy allein. Und eine Karotten-Glasnudelsuppe. Lassen wir uns jetzt schmecken. Okay, als Dessert habe ich so Apfeltaschen mit Vanilleeis. Ich lieb's. Hallo von Schnitt-Ski. Nicht wundern, mit Pickelcreme im Gesicht. Wir haben am letzten Tag im Urlaub nicht mehr gevloggt, sondern einfach so diesen letzten Tag noch genossen und gechillt. Und deswegen wollte ich mich jetzt nochmal zu Wort melden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Auch wenn es ein eher entspannterer Vlog war und nicht so viel passiert ist. Aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!